Willkommen zu einer neuen Folge vom Bussimulator 16. Wir werden heute eine neue Linie erstellen. Und zwar die Liniennummer 4029. Nach 4028 kommt 4029, das ist richtig. Nein. Erstmal möchte ich mich mal wieder bedanken für eure wirklich coolen Kommentare. Ihr habt mir sehr viele Linienvorschläge oder Streckenvorschläge geschickt. Also vielen Dank dafür. Und da werde ich heute den ersten umsetzen, beziehungsweise habe ich schon einen alten notiert gehabt, den ich noch nicht umgesetzt habe, so. Und dieser Vorschlag wurde nochmal in den Kommentaren genannt, beziehungsweise so ähnlich, und die werde ich dann kombinieren. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Wir gehen auf Erstellen. Und ja, Beginn am Fernsehturm ist auch sehr beliebt bei euch, muss ich sagen. Kommt sehr häufig vor. Werden dann hier zum Hauptbahnhof düsen. Wobei man hier sagen muss, okay, wir machen natürlich dadurch einen Schnellstart. Und werden dann über das Einkaufszentrum, habt ihr euch so gewünscht, zu der Konzerthalle Graben fahren. Genau, und dann zur Stiftgasse. Und das war's auch schon. Jetzt kam in den Kommentaren, stand einmal, dass wir über die Backerer Straße fahren sollten, sag ich mal. Okay. Das Problem ist, und also über die Backerer Straße und dann über die Stiftgasse. Also bis zur Stiftgasse und da enden. So, da habe ich gedacht, ja, okay. Ist natürlich auch kein optimales Ende, weil das Depot liegt ja da. Das heißt, wir müssen abbrechen. Ist nicht schön. Das heißt, wir fahren über die Konzerthalle Graben. Das war ja ein älterer Wunsch. Ich könnte mir vorstellen, es kommt vom Gleichen einfach. Sag ich jetzt mal einfach so. Und ja, fahren dann bis zur Stiftgasse, wie gesagt, und dann werden wir den Bus einparken. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Möchten wir fahren, ne? Machen wir alles später umbenennen und wir müssen auch noch, genau, dann wurde sich noch gewünscht mit den A47M. Das passt ja auch perfekt, der wäre heute auch dran. Und wir beginnen dann mal. Ja, ich habe es wirklich noch nicht geschafft, diese eine Strecke nochmal neu einzufahren. Tut mir leid. Und einen Fahrer und einen neuen Bus zu kaufen, sag ich mal. Einzukaufen habe ich auch noch nicht geschafft. Ich bin dazu nicht gekommen. Werden wir auch bei Gelegenheit dann, ich weiß nicht, entweder gemeinsam machen oder ich werde das wieder zwischen den Folgen machen. Ja, müssen wir abwarten. Ja, das ist hier wieder unser schöner Eisbus. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt bitte. Jo, das kriegen wir hin. Ich hoffe, euch gefällt der. Ist sehr beliebt auch. Danke, also, mein Lieber. Bei den ein oder anderen. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob es heute schön wird vom Wetter, ne? Aber ich denke, also hier in-game sieht es natürlich wieder sehr schön aus. Ist eigentlich heute, genau. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Na, ist in Ordnung, das Wetter, sagen wir mal, ne? So, wir müssen mal ganz kurz, genau, Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren und dann läuft das. So. Genau, es wird übrigens gefragt, ob ich mal ein Screenshot von der ganz gesamten Karte machen könnte, also mit den Haltestellen drauf. Und Leute, richtig coole Sache, auf der Homepage zu diesem Spiel kann man sich so eine Karte herunterladen, also per PDF oder was auch immer. Sehr cool, also ich werde das mal kommentieren, diesen Kommentar, also gut, oder beantworten. Ich weiß, was dich aufmuntert. Wollen wir uns etwas Bubble Tea holen? Und ja, nein, warte. Ich kann nicht. Ich habe diesen Monat schon zu viel ausgegeben. Kein Problem. Du bist eingeladen. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Genau, das wird dann unter dem letzten Video sein. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Vielleicht ist es für alle ganz interessant. Danke, mein Lieber. Vielleicht ist es für euch leichter. Weil wir haben ja besprochen, es sollen nicht so lange Strecken sein, sodass wir das in einer Folge schaffen können. Sodass die Folgen frisch bleiben. Also einigermaßen frisch. Man muss natürlich immer, ne, entweder ein... Nächster Halt, ja,
Einkaufszentrum. Ein Tag oder zwei Tage vorher aufnehmen, sag ich mal. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat, ne? Ich habe euch das ja schon mal erklärt, dass das Ganze gar nicht so leicht ist, ne? So. Guck mal, der sitzt da ganz friedlich drin. Hinten rechts. Mit seinem Handy am Spiel natürlich. Also, es geht ja gar nicht. Immer diese Jugendlichen mit dem Handy. Nein. Aber ich glaube, der ist schon älter, der Herr. Schauen wir uns gleich mal an. Beziehungsweise, nee. Nee. Wir müssen hier Bus fahren. Hallo? Das ist ja das Gute, ist ja, das ist ja dieser A47M. Das heißt, er ist sehr schmal. Er passt perfekt durch dieses Inner City District. Also, läuft. Sehr gute Wahl. Und, zum passenden Moment, ne? Zum passenden Moment gewünscht. Sehr schön. Freut mich. Vielleicht war es sogar extra. Vielleicht hat er gesagt, oh, der kommt ja bald. Dann wünsche ich mir ihn nochmal. Gut. Ja? Ja, Chef. Mir geht es nicht gut. Ich liege im Bett. Vielleicht. Nein. Habe ich mich die letzten Tage nicht genug ausgeruht. Im Bett. Ich bin oft spät ins Bett und habe viel gearbeitet. Tut mir leid. In Ordnung, wir unterhalten uns später. Nee, also der soll sich da nicht wundern, wenn er dann irgendwann mal Kündigung in der Hand bekommt oder zugeschickt bekommt. Mal gucken, wie lange der schon fehlt. Alter Vater, also hier diese. Oh. So, alles gut, alles gut. So. Diese Kurve ist mal ganz gefährlich. Da haben wir. Ja, letzte Folge auch schon, ne? Uiuiui. Deswegen müssen wir nochmal die Strecke fahren. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich. Sie hören sich genervt an. Sie hören sich sehr genervt an. So. 2,80, bitteschön. Vielen Dank. Ja, wir müssen mal wieder hier zum Arbeitsamt, sag ich mal. Beziehungsweise bekommen wir auch so sehr viele Bewerbungen rein. Weil wir suchen eigentlich ständig neue Fahrer, ne? Also unser Unternehmen. Nächster Halt, Konzerthalle. Expandiert Raben. Enorm. Sehr cool. Also, ist schon krass. Also, wenn man sich so zurückerinnert, okay, Folge 1, da kamen wir ja so schleppend vorwärts. Wir hatten auch mal Phasen da, wo es überhaupt nicht lief. Da haben wir eigentlich nur, in Anführungsstrichen Scheiße gebaut Scheiße gefahren. Nein, meine Geldbörse. Habe ich sie verloren? Oh, da ist sie ja. Wie dumm von mir. Puh. So. Genau, hier ist ein Hotel rechts. Aber mittlerweile eigentlich, ich sag mal, es läuft schon sehr gut, unser Unternehmen. Es kann aber noch besser laufen. Denn wir wollen ja eigentlich nie Unfälle bauen und das machen wir noch zu häufig. Das habe ich ja schon mal erklärt, dass das natürlich nicht so geht. Genau, dauert noch ein bisschen, bis wir bei Konzerte der Graben sind. Aber das habt ihr euch ja auch gewünscht, dass ich öfters mal auf die Karte gehe. Ist schon etwas länger her, ne? Genau, 32 Schiffgasse, das passt noch nicht so ganz, ne? Da muss was mit 4000 hin. Oh, passend hier. Wir stehen vor dem Café. Der Eisbus fährt vorbei. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Links abbiegen. Und dann geht es weiter. Ganz vorsichtig. Genau. Ich finde es auch cool, dass ihr jetzt mittlerweile, ihr achtet schon sehr oft darauf, wie viele Bushaltestellen angefahren werden. Also nicht zu viele, genau passend. Super, also das freut mich. Und ich sag mal so, wenn es dann mal eine lange Strecke oder Linie ist, ist es auch kein Problem. Es ist dann abwechslungsreich, geht dann wahrscheinlich über mehrere Folgen. Ist aber, ich finde das ehrlich gesagt, kein Problem, macht das gleich viel Spaß, ist halt das, also ist das Problem besteht eigentlich nur darin, dass ihr halt nicht so direkt auf eure Kommentare, im Video eingehen kann, dass wir dann in den
nächsten Folgen dann so passieren, aber ich antworte euch ja, oder ich probiere es, euch in den Kommentaren zu antworten, also unter dem jeweiligen Video. Aber ich, ja, wie gesagt, ich probiere schon im Video auch noch drauf einzugehen, so dass das läuft, nicht? So. Ja, aber man merkt schon, also man hat schon sehr viel zu tun. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ne? Das, also man hat schon sehr viel zu tun, wenn so eine Firma wächst, weil man muss sich um Angestellte kümmern und so weiter. Man muss neue Busse gestalten. Zwei Fahrkarten, bitte. Und ich meine, das haben wir schon ziemlich oft gemacht. Danke. Bitte schön. Einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. Ich fände es ja noch cool, wenn man... Nächster Halt, Stiftgasse. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Also man kann ja zum Beispiel eine Buslackierung auf das gleiche Modell übernehmen. So, jetzt habe ich aber von diesen Modellen, oder von diesen Modellen mehrere Busse, ne? Sagen wir mal 4 Stück. Ich möchte es aber nur auf diesen letzten Bus haben. Das geht nicht, dann wird das auf alle irgendwie übertragen. Das ist, weiß ich nicht. Das fehlt mir auch noch so ein bisschen. Weil dann bitte können wir... Bitte hinterlassen Sie im Bus keinen Müll. Vielen Dank. Bitteschön. Dann können wir einige Lackierungen so übernehmen. Vielleicht noch ein bisschen abändern, was auch immer. Wäre vielleicht sogar eine Erleichterung. Aber dann wird ja jede Lackierung auf dieses Busmodell übertragen. Also wenn es das gleiche ist, ne? Und das sehe ich momentan als Problem an. Das können wir halt nicht so leicht machen. Bleiben Sie bitte stehen da. Eiskalt, ne? Ja. Schade ist das, aber man muss selber Hand anlegen, ne? Hier wird einem nichts geschenkt. So, hier ist die Kirche. Fällt gerade der Name der Kirche nicht ein. Aber ihr habt ja jetzt eure schlaue Karte. Und ihr werdet es wahrscheinlich dadurch erfahren und in die Kommentare schreiben. Sei ich schmal. Genau. Nochmal, kurze Werbung. Ich weiß, vielleicht ist der ein oder andere schon genervt. Am Samstag findet unser Livestream, unser Abonnenten Livestream Special, wie auch immer, auf unserem Twitch-Kanal statt oder Twitch-Account. Ja, wir werden etliche Spiele spielen. Es werden vielleicht einige Gäste dabei sein. Wir sind ja momentan noch am Planen. Genau, Samstag ab 16 Uhr ungefähr, ne? Auf die Minute können wir es jetzt nicht sagen, so, aber ab 16 Uhr haben wir uns das so gedacht, geht's los. Und ja, wir freuen uns schon ziemlich drauf. Wir sind schon gespannt, wie viele Zuschauer dabei sein werden. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, oder wir hoffen, ihr habt auch Bock darauf. Und ja, wir haben ja eigentlich noch nie so ein richtiges Special oder Abonnenten-Special gemacht. Jetzt unser erstes. Ich glaube, wir hatten schon mal bei 5000 so angedacht. Aber das ging dann so schnell. Ja, und dann war es schon soweit. 10.000 Abonnenten haben wir geknackt. Und dafür möchten wir... Ich sollte vorne sitzen. Wieso? Weil mir hier hinten ganz schwindelig wird. Dafür möchten wir uns natürlich bedanken bei euch. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also momentan läuft halt eine Umfrage, ob wir in diesem Twitch-Stream Musik verwenden. Wenn wir da Musik verwenden, dann können wir es schlecht auf YouTube hochladen, ne? Verwenden wir aber keine Musik, dann dürfte das kein Problem sein. Und müsst ihr einfach mal unter den jeweiligen Videos schauen, beziehungsweise Informationsvideo sollte noch kommen. Vielleicht ist auch sogar schon online, das weiß man ja heutzutage nicht, ne?
Und ja, dann könnt ihr einfach mal eure Meinung da in die Kommentare schreiben. Und dann wissen wir auch Bescheid. Nicht? Seid ihr auch gerne wieder mit einbezogen. Das ist sehr, sehr wichtig. Stiftgasse. So. Oder wir möchten euch da gerne mit einbeziehen. Ist natürlich eure Sache, ob ihr das letztendlich kommentiert oder nicht. So, alles sauber. Genau, auch der Mann, der ist wahrscheinlich schon weg. Na, wir wollten uns ja noch angucken, ob der jung oder alt ist. Wegen seinem Handy da in der Hand. Immer diese Vorurteile, ne? Nur die Jugendlichen haben Handys in der Hand. Das ist natürlich Quatsch. Das kommt dann aber dann so in den Sinn, sag ich mal. Oder Handy. Man sagt ja auch mal Smartphone. Oh. So. Perfekt, ey. Das finde ich cool. Wir können unseren Bus halt direkt hier eben parken. Zack. Aussteigen. Türchen öffnen. Türchen, hätte ich auch ein bisschen. Tor öffnen. So. Genau. Ach, Türen lassen wir offen, ganz ehrlich. Muss sowieso durchgelüftet werden. Ach! Ich wollte eigentlich noch, ne? Ihr wisst. Handbremse und so rein. Und Motor aus, ne? Und Zündung, was auch immer. So, ja. 2764 ist jetzt nicht so viel. Kann man aber, ich denke mal, lassen. Zack. 124.879. Ja. 1.821.696. Das ist viel, kann man sagen. Sehr viel. So, 4029 muss das dann sein. Machen wir auch noch eben, ne? Ne, wir müssen wieder. Moment. 4029. Okay. Schauen wir mal eben. Genau. Hier ist sogar ein Fahrer drauf. Werde ich wahrscheinlich zur nächsten Folge einrichten. Oder wir machen das gemeinsam. Muss ich mir noch überlegen. Bisher wissen wir mittlerweile sehr viele. Also, wenn wir wirklich jedes Mal eine neue Linie erstellen, müssen wir auch jedes Mal einen neuen Fahrer einstellen. Das ist ja ganz klar, ne? Aber so expandieren wir. Und die Fahrer, muss man auch sagen, unsere Angestellten sind sehr fleißig. Also fleißiger als wir, muss man auch ehrlich sagen. Wir machen da schon einige Fehler. Aber wir probieren uns da wirklich zu bessern. Genau, hier sieht man Streckenzeit 11 Minuten 43 und 13 Minuten 6. Auch interessant irgendwie, ne? Guck mal hier, 17 Minuten 59. Einige sind extrem lang, aber ich weiß gar nicht. Einfach mal hier. Die geht auch, ne? Ja, eigentlich ganz interessant so, ne? Mal so zwischendurch zu sehen. Gut. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sag ich mal, oder wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt sage ich einfach mal, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, sage ich jetzt nochmal. Aber egal. Bis morgen. Ciao.